Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ankh mit Big Pauli. Ich speichere kurz. Neuer Speicherstand. So. Nicht viel, aber jeder fängt da an. Da hast du dein Silberstück. Und wie der geölte Blitz legen wir los. Etwas später. Wie bitte? Was meinst du mit zollfrei einkaufen? Ein großartiger Kristallkrug. Nur 8 Silberstücke. Gibt eine prima Blumenvase ab. Hör mal, ich will keine Blumenvase kaufen. Ich suche nach Krokodilen. Und Geld habe ich sowieso keins mehr. Kein Geld? Wie willst du dann den zweiten Teil der Überfahrt bezahlen? Wie bitte? Du hast gesagt, du fährst mich zu den Krokodilen für ein Silberstück. Nein, ich sagte ein Silberstück und los geht's. Ich hab doch gesagt, das war mein einziges Silberstück. Komm schon, ich weiß, dass du noch welche hast. Hey, Hände weg! Hey! Ups. Ich kann nicht schwimmen. Ich sinke. Ich muss diesen Krug abbekommen. Moment, was tue ich hier? Ich behalte ihn lieber auf. Ja. Das ist ganz schön scheiße. Der Ort, an dem Piraten ihre Schätze bunkern. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Piratisch bemalt. Das war wohl mal ein mächtiges Schiff. Ja. Sie hält etwas fest. Sie hält etwas fest. Ja. Ein kompliziert geformter Schlüssel. Interessant. Damit kann ich sicherlich die Truhe da hinten öffnen. Große, schwere Planken. Die sind zu schwer. Na dann öffnen wir die Truhe. Wow, lauter Piratenkram. Der Piratenkram. Da haben wir eine Piratenflagge. Verleiht jedem Schiff einen gewissen verwegenen Look. Ein Kompass ohne Nadel. Kein Wunder, dass das Piratenschiff gesunken ist. Einen schmutzigen Goldschatz. Vermutlich verbirgt sich Gold unter der Schmutzschicht. Und ein Urlaubshemd. Der Kapitän hatte wohl eine Vorliebe für farbenfrohe Stoffe. Ja. Die Planke verdeckt den steinernen Arm der Statue. Eisenstange. Sie hat einen Arm verloren. Ja. Die sagten doch, dass das Krokodil all diese Arme abgebissen hat. Vielleicht funktioniert das. Wäre er nicht so bleich und nackt, sähe er fast aus wie ein richtiger Arm. Der Kapitän hatte wohl eine Vorliebe für farbenfrohe Stoffe. So. Thank you.
Krokodilzähne. Das ist immerhin ein Anfang. Schnell raus hier. Mit Wasser will ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Da möchte ich nie wieder rein. Na dann raus. Der Kompass funktioniert wieder. Na dann gehen wir mal in die Wüste. Wie gut, dass ich den Kompass habe. Olgas Fischfrikadellen. Da müssen Sie hin, wenn Sie in Kairo sind. Ein kleines Wunder der Natur. Weil es praktisch für den Plot ist. Und die Story. Ein Tierschädel. Ja, einfach alles mitnehmen, was mitgenommen werden kann. Wie auch immer, Freunde, wir haben uns verirrt. Wieder einen Dialog. Das ist alles deine Schuld, Ras Elbar. Genau, deine Schuld. Halt die Klappe, Ras Eltin. Warum hast du gesagt, wir sollen nach Norden gehen? Rotmeer hat etwas von Norden gesagt. Aber Rotmeer ist abgehauen. Genau. Wo ist Rotmeer, unser furchtloser Anführer, hingegangen? Er wollte doch nach dem Weg fragen gehen. Und warum musste er dazu die Kasse mitnehmen? Vielleicht, um jemandem Trinkgeld zu bezahlen. Ah, so wie wir diesem Händler an der Sphinx Trinkgeld bezahlt haben. Und wo hat er uns hingeführt? An eine verlassene Kameltankstelle. In einer nicht fertig gebauten Reihenhaussiedlung. Dabei haben wir doch nach Kairo gefragt. Vielleicht ist das ja hier Kairo. Halt die Klappe, Ras Eltin. Hey, kann doch sein. Und warum steht dann da drüben auf dem Schild Willkommen in Gizeh? Oh. Also wenn ich diesen Souvenirhändler wiedersehe, dann kann er was erleben. Du hättest ihm nicht trauen sollen. Wenn doch bloß Rotmeer zurückkommen würde. Er hat jetzt wirklich genug Zeit gehabt, nach dem Weg zu fragen. Wir können ja auch ohne ihn weiterziehen. Aber wir wissen gar nicht, welche Stadt nach Kairo als nächste auf unserer Route steht. War es nicht Luxor? Oder war es Farafra? Oder war es Assiut? Oder war es Kom Ombo? Oder war es Abu Mena? Oder war es Al-Arish? Oder war es Alexandria? Oder war es Rom? Wie auch immer, Freunde, wir haben uns verirrt. Rom gehört nicht mal zu Ägypten. Das ist alles deine Schuld, Ras Elbar.
Ah, wird ja auch Zeit, dass endlich mal Personal auftaucht. Ich nehme dann einmal die Kamelwäsche Deluxe mit Unterbodenreinigung. Hier hast du einen Snack für das Kamel, Tankwart. Ich bin nicht der Tankwart. Pappalapapp. Ich will nichts mehr hören. Auf geht's. Halt die Klappe, Rassi. Na gut, machen wir halt eben mal irgendwelche Warum random hast du gesagt, Dinge. Wir sollen nach Norden gehen? Aber Rotmeer ist abgehauen. Genau. Leider wurde noch keine Kurbel eingebaut. Die haben wir doch praktischerweise. Wo ist Rotmeer, unser furchtloser Anführer, hingegangen? Diese Dinge, die es immer gibt. Gute Arbeit, Junge. Dafür gibt's auch eine Flasche Wein als Belohnung. Und warum? Ich will deinen dreckigen Alkohol nicht. Den kannst du behalten. Das Kamel hat eine Menge Haare verloren. Trinkgeld zu bezahlen. Ja. Ah, so wie wir aber diesem Händler an das Winx-Trinkgeld bezahlt haben. Damit können wir den Pinsel reparieren. Und wo hat er uns hingeführt? Und mit dem Pinsel können wir das Ding sauber machen. An eine verlassene Kameltankstelle. Und ich bemerke gerade, dass wir eine Menge Items verloren haben. In einer nicht fertig gebauten Reihenhaussiedlung. Ja, ja, dabei hauen wir hier doch ab. Noch Kairo gefragt. Hallo, Asil. Es ist das erste Mal, dass ich eine Fata Morgana sehe. Eine Fata Morgana ist ein Trugbild, das in der Wüste erscheint. Ich beweise es, indem ich diesen Gegenstand hindurchwerfe. Au! Nein. Ich muss wohl noch etwas über Fata Morganas lernen. Ja. Ich glaube, ich sollte nicht ziellos weiterwandern. Das kann in der Wüste tödlich enden. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Mann. Irgendwie kommt mir deine krumme Nase bekannt vor. Na klar, du bist der verrückte Krokotourist, der aus meinem Boot gesprungen ist. Alter, du Kleiner! Was? Gesprungen? Du hast mich rausgeworfen! Junge, ich würde niemals einen zahlenden Kunden aus dem Boot werfen. Du meinst, ich habe nicht bezahlt? Komm schon, lass uns nicht darüber streiten, wer eventuell wen aus dem Boot geworfen haben könnte. Und wer eventuell wen nicht bezahlt hat. Das ist doch im Grunde gar nicht so wichtig. Was kann ich denn jetzt für dich tun, Junge? Ich habe hier etwas, das könnte dich vielleicht interessieren. Richtige Zeit, richtiger Ort. Hier sind wir ungestört. Hoffentlich ist es kein billiger Stoff aus Nigeria. Der ist doch ein Gangster. Dann kann er sicherlich damit was anfangen. Oh, eine Piratenflagge! Oh, und so guter Stoff? Ist das cool! So richtig fies verboten. Fettes Teil. König des Nils werden sie mich nennen, die Jungs. Na, das hätte ich ja nicht von dir erwartet, Junge. Ich meine, Mann. Jetzt noch ein bisschen tiefer legen den Schlitten und die Bräute wird's umhauen. Das bringt dir ein paar freie Überfahrten ein, Mann. Cool! Hey, Mann, schön, dich zu sehen. Wollen wir rüber zwischen nach Kairo? Klar. Klar. Na dann mal los.
Und jetzt kann ich von Fatima die Karte kriegen. Warte mal, ich hab das Gold. Oh, das hätte ich aber nicht von dir erwartet. Das ist wirklich sehr hübsch. Ich denke, es ist sehr wertvoll. Hier hast du die Karte. Yay! Also genau dahin, wo ich gerade eben schon war und der mir gesagt hat, dass ich ohne Orientierung nicht weiter rumlaufen soll. Na dann, auf zurück in die Wüste. Dieser Ort ist auf der Karte verzeichnet. Kann es sein, dass das hier der Schatz der Wüste ist? Und da unten stehen wieder drei interessante Leute. Zumindest sehen die interessant aus. Mal sehen, ob die auch interessant sind. Auch diesem Wasser möchte ich nicht zu nahe kommen. Mhm. Ephraim, Schmuel und Shalom. Der Mann mit der, sagen wir, besonderen Frisur. Zumindest wirkt er nicht gefährlich. Macht einen entspannten Eindruck. Ja, reden wir doch mal. Da, ein Fremder. Hallo, Fremder. Setz dich doch und häng ein bisschen mit uns rum. Klar, warum nicht? Naja. Warum nicht? Schön. Also, was macht ihr hier so? Wir sind Teppichknüpfer. Ja, genau. Wir sind Teppichknüpfer. Was knüpft ihr denn so alles? Was knüpft ihr denn so alles? Och, so dies und das. Eigentlich alles, was man eben so knüpft. Wo sind eure Stoffballen? Wo sind eure Stoffballen? Stoff? Wir haben so viel geknüpft, dass wir erst wieder auf Nachschub warten müssen. Das mit dem Teppiche knüpfen kam aber etwas zögerlich. Naja, wir sind neu im Geschäft, sozusagen. Haben gerade erst die Knüpfakademie verlassen. Ah ja, eure Aussagen decken sich nicht. Könnt ihr auch etwas für mich knüpfen? Für dich? Was willst du denn geknüpft haben?
Oh ja. Einen fliegenden Teppich. Fliegenden Teppich? Fliegenden Teppich? Ja, macht man denn sowas als Knüpfer? Woher soll ich denn das wissen? Ich finde, das hört sich etwas überzogen an. Wie soll man das Fliegen hineinknüpfen? Wie knüpft man überhaupt? Psst! Möchtest du nicht etwas anderes geknüpft haben? Eine blonde Perücke. Eine Perücke, sagt er. Wie man wohl eine Perücke knüpft. Knüpft heißt das. Ach ja, klar. Möchtest du nicht etwas anderes geknüpft haben? Okay, wer seid ihr? Ein Moskitonetz. Moskitonetz. Ich glaube, das braucht man zum Fischen. So ein Unsinn. Aber wie soll man's bloß knüpfen? Möchtest du nicht etwas anderes geknüpft haben? Ein kuschelig warmen Wollpullover. Kuschelig warm? Müsste sich ja schon irgendwie knüpfen lassen, so ein Pullover. Wachsen ja nicht auf Bäumen, die Dinger. Aber wie stellt man das an? Möchtest du nicht etwas anderes geknüpft haben? Ein Krokodilkostüm. Krokodilkostüm? Wie soll das denn gehen? Gehört das zum Knüpfertagewerk? Naja, das kriegt man schon irgendwie hin. Wozu brauchst du das denn? Ich muss an diesen blöden, krokophoben Palastwachen vorbei und in den Palast eindringen. In den Palast eindringen? Ja, wunderbar! Okay, jetzt ist es aber verdächtig genug. Was seid ihr für Kerle? Na gut, findest es ja sowieso heraus. Also, wir sind die Israeliten. Und wir warten auf den Auszug aus Ägypten. Deshalb mögen wir den Pharao nicht besonders. Deshalb sind wir auch hier draußen und nicht im Kairo. Ah, ja. Die Israeliten? Ich dachte immer, es gäbe ein paar mehr als drei. Naja, so genau wissen wir das noch nicht. Wir haben noch keine Volkszählung veranstaltet. Aber du könntest recht haben. Es gibt bestimmt noch mehr. Ist ja auch irgendwie Einstellungssache, ob man Israelit ist oder nicht. Jetzt, wo wir wissen, dass du auch so deine Probleme mit dem Pharao hast, werden wir mal unser Bestes tun und dir so ein Krokodilkostüm bauen. Du solltest uns allerdings schon ein paar Zutaten dafür anliefern. Es ist also Einstellungssache, ob man Israelit ist. Das hat auch gar nichts mit der Herkunft zu tun. Naja, erstmal bekommt ihr die Krokodilszähne. Wir kommen voran. Für so ein Ding braucht man ein paar Zähne. Irgendwas für die Kopfform und natürlich muss es auch eine Haut wie ein Krokodil haben. Wir kommen voran. Für so ein Ding braucht man ein paar Zähne. Irgendwas für die Kopfform und natürlich muss es auch eine Haut wie ein Krokodil haben. Diese alte Frau hatte doch eine Krokodillederhand, Herrscher. So, schnell rüber. Finger weg von meiner Tasche! Asyl, Umweltamt. Sie verstoßen gegen die Tierschutzauflagen. Aber ich esse doch immer vegetarisch. Ich meine Ihre Tasche. Sie tragen totes Tier. Huch, ich habe ein Tier getötet, aber ich wollte doch nichts Böses tun. Na, da haben Sie ja gerade noch mal Glück gehabt, dass ich vorbeigekommen bin. So ein Glück für mich. Hier, nehmen Sie meine Tasche.
Oh Mann, das war schon irgendwie ein bisschen fies. Aber um unseren Todesfluch loszuwerden, müssen wir sogar alte Frauen beklauen. Auch wenn es eigentlich falsch ist. Schlechtes Gewissen pur. Na dann, zurück zu den Israeliten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Soundtrack in diesem Spiel richtig gut finde? Der schafft eine richtige Atmosphäre. So, hier habt ihr die Krokodil-Couch. So, die Krokodilverkleidung ist fertig. Wusste gar nicht, zu was wir fähig sind. Ob die wirklich zum Fürchten ist, wage ich ja zu bezweifeln. Gefüllt mit Rotwein. Damit werde ich mich zurechtfinden. Ein Kleiderhaken aus biegsamem Draht. Ja. Auch diesem Wasser möchte ich nicht zu nahe kommen. Na dann, zurück nach Kairo. Und zum Palast. Nein, war er nicht. Schweig, Sklave. Aber bevor ich die Wachen verschrecke, mache ich jetzt erstmal einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch jetzt meine Zuschauer zu haben. Liked das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.